Hallo, mein lieber Skorpion. Wir schauen uns heute an mit dem Tarot der weißen Katzen, was es für dich gibt im März 2023. Was gibt es denn da für unseren schönen Skorpion? Für die Skorpione bitte. März 2023, was gibt es da zu wissen? Deine erste Karte, 10 Schwerter. Wow, okay. 10 Schwerter bedeutet natürlich, ich zeige es dir da ein bisschen, dass du durch, ja, so ziemlich durch die Hölle gegangen bist. Aber das ist jetzt vorbei. Dann haben wir, wow, den Chariot gleich danach. Das ist etwas, was ich sehen möchte, ja. Für euch, liebe Skorpione. Dann haben wir hier Königin der Münzen. Fantastisch für Geld und Karriere. Und noch eine Karte für unsere Skorpione. Dankeschön. 7 der Stäbe. Okay, mit der 7 der Stäbe und den 10 der Schwerter sehe ich, dass du dich hast verteidigen müssen. Du hast deine Meinung gegenüber anderen Menschen auch irgendwo, ja, nicht nur verteidigen müssen, sondern du hast auch eine Grenzlinie ziehen müssen im Sand. Ja, das macht er hier. Der zieht da so eine Grenzlinie im Sand und sagt bis hierher und nicht weiter. Du hast anderen lernen müssen, Grenzen zu setzen. Das war für dich nicht einfach, weil du bist vielleicht ein bisschen ein People-Pleaser gewesen. Du hast vielleicht zu oft Ja gesagt, wenn du eigentlich Nein meintest. Du hast vielleicht auch zu oft Oversharing betrieben, ein bisschen zu viel von dir erzählt, obwohl diese Leute diese Intimität oder diese Ehrlichkeit von dir überhaupt nicht verdient haben. Und deswegen musstest du jetzt durch eine ganz, ganz schwere Lektion gehen und die hat dich gelehrt, Grenzen zu ziehen und zu sagen, nein, das erzähle ich dir nicht, weil das geht dich nichts an, weil du kennst mich nicht. Ja? Und hier mit diesem 10er Schwerterkärtchen ist diese schwierige Phase jetzt zu Ende. Das heißt, diese schwere Last, die du getragen hast und diese ständigen Rückschläge, die du erfahren hast, die hören jetzt auf. Ja? Mit der 10 ist Schluss. Und die Karte, die gleich danach fiel, war der Chariot. Das ist die Karte von Triumph, Erfolg, Glück und vor allem auch Bewegung, Vorwärtsbewegung. Das heißt, du hast, wenn du zum Beispiel Prüfungen hast, wirst du die bestehen. Wenn du, sagen wir, ein Bewerbungsgespräch hast, wirst du wahrscheinlich den Job bekommen. Wenn du einen Pitch hast vor Investoren, dann wirst du wahrscheinlich das Investment bekommen. Das heißt, hier ist Erfolg garantiert und vor allem du weißt, wo du hin willst, du weißt, in welche Richtung du gehen willst, du hast ein klares Ziel vor Augen, du steuerst genau dorthin und du bist der Herr der Lage. Du hast das Gefühl, ich sitze wieder im Sattel meines Lebens, ich habe die Dinge wieder unter Kontrolle. Und du folgst deinem eigenen Stern. Ja? Wir haben den Stern hier über deinem Kopf. Das heißt, du wirst göttlich behütet, göttlich geführt. Ja? Der Stern bringt dich genau dahin, wo du hin willst. Und dort sollst du auch sein, weil du hast dir diesen Erfolg mehr als verdient. Ja? Und dann haben wir noch dazu die Königin der Münzen. Königin der Münzen, das ist eine Erdperson, also entweder eine Jungfrau, ein Steinbock oder vielleicht auch ein Stier. Und diese Person bringt dir entweder gute Ratschläge bezüglich des Geldes. Das heißt, diese Person kann dich vielleicht sehr gut beraten bezüglich Investments. Vielleicht kann sie dir sogar Geld geben. Vielleicht ist das einer der Investoren, vor denen du pitcht. Und diese Person, die verhilft dir zu extrem viel Ruhm, Reichtum zu Wachstum, ja, weil wir sehen hier, wir haben hier den Hasen drauf, ja, der Hase ist ein Fruchtbarkeitssymbol, das heißt, was du anfasst, wird zu Gold, alles vermehrt sich, was finanziell ist, das Geld, Auto, Haus, was immer du dir wünschst, hier kommt das in dein Leben herein, ja, und zwar entweder in Form von dieser Person, ja, von dieser Erdzeichenperson oder diese Energie steht dir zur Verfügung. Wenn du jetzt, sagen wir, im März niemanden um dich hast, der ein Erdzeichen hat, dann kann es sein, dass diese Energie einfach dir zur Verfügung steht. Du hast eine unglaubliche Fülle zu geben. Ja? Also diese Person hat so viel, die hat mehr, als sie selber jemals brauchen würde. Die kann noch ihren Kindern und Enkelkindern was geben. Insofern steht dir natürlich auch diese Fülle zur Verfügung. Das sind sehr, sehr gute Neuigkeiten für dich. Ich würde mir wünschen, dass du den Kanal abonnierst. Das ist gratis für dich. Und natürlich kannst du auch gerne ein Like unter diesem Video lassen, wenn es dir gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!